Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Der Hobbygolfer. Mein Name ist Sven Kortmann und heute möchte ich mit euch mal meinen aktuellen Schwung analysieren beziehungsweise euch mal sagen, wie sich der Schwung für mich selber anfühlt, wo ich Potenzial sehe, mich noch zu verbessern und naja, generell alles mal das, was man so als Hobbygolfer falsch machen kann. Aber ich glaube, das ein oder andere ist da auch schon durchaus gar nicht so schlecht. Wir sehen das hier jetzt mal. Ich stoppe das Video immer zwischendrin. Wir gehen da gleich nochmal etwas tiefer in die Analyse rein. Seht die einzelnen Schritte, wo sich der Schläger im Raum bewegt, dass sich jetzt hier der Schläger leicht abflacht, die Hände runterziehen, wir auch dann, sage ich mal, den Leg hier gehalten sehen und kommen auch unten auf Höhe der Oberschenkel dann tatsächlich in einem 90-Grad-Winkel mit dem Schläger an. Die Schlagfläche selber ist neutral unten. Und im Treffmoment sind auch die Arme gestreckt und auch das Finish, glaube ich, sieht für einen 21er Handicapper ganz ordentlich aus. Also rein was die Optik angeht, würde ich sagen, ist das soweit mal gar nicht so schlecht. Aber jetzt gucken wir das tatsächlich mal ein bisschen im Detail an, auch die Gewichtsverlagerung. Wir sehen also jetzt hier einfach mal, ich habe den Kopf mal markiert und mal meine Wirbelsäule zentral und die zum Ziel hingeneigte Beckenseite. Die Arme bleiben schön lang. Das ist etwas, was sehr wichtig auch war, was ich mit meinem Pro auch besprochen habe. Und wir sehen oben deutlich, das kann ich nicht anders. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege den Kopf nicht neutral gehalten, schiebe aber das Becken schön nach vorne und komme dann auch gut in die Endposition. Und man sieht jetzt hier auch, dass der Oberkörper zum Ziel sich hin gedreht hat. Das heißt, wir sind in den Treffmoment in den Ball gewandert. Das ist soweit gut. Wie gesagt, ich schaffe es nicht, den Kopf ruhig tatsächlich an der Stelle zu halten, wo er sein müsste. Und dann hier jetzt nochmal einen Schwung mit dem Shot Tracer. Das ist ein Eisen 5 gewesen. Mein Eisen 5 hat eine Carry-Länge von irgendwo zwischen 160 und 170 Meter, je nachdem. Ja, ich glaube grundsätzlich, das, was ich euch jetzt hier mal gezeigt habe, in der Schnelle und in der Kürze, ihr könnt es mir auch gerne mal in den Kommentaren analysieren, wie ihr das seht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, ich bin zufrieden.